still, ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Bist du ja. Tja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erkannt habt, worum es sich handeln könnte. Ich erkenne hier jedenfalls relativ wenig, weil es verdammt dunkel ist. Ich hoffe, das wird sich im Laufe des Spiels noch legen. Mit der Dunkelheit, sonst muss ich das ein bisschen anpassen im Menü. Ich habe gerade, glaube ich, 20 Minuten im Menü verbracht, um das alles irgendwie hinzukriegen, aber ja. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Ich bin von diesem Lied nicht überzeugt. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich nicht von diesem Lied überzeugt. Aber na gut. Wer bin ich, dass ich mich mit Wikingerliedern auskenne? Denn das tue ich nämlich nicht. Aber bist du ja, kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eva. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eva. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Ja, gut, wenn... Ja. Man hat ja Zeit, ne? Boah, es ist so dunkel hier, aber ich glaube, das muss so dunkel sein. Das soll halt diese Langhausatmosphäre darstellen und hier gibt es halt wenige Lichtquellen. Der freundlosen Heerhunde. Ich sprang von Odins Trunk. Glückwunsch. Und ab die langen Strom. Ja, ja. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Ich glaube, wir sind gerade eh noch ein bisschen jung für Met, oder? Valkas Seder wirkt durch meinen Hammer. Anschalten? Was kann ich denn hier anschalten? Fernseher oder was? Anschalten?
Was hat das mit Anschalten zu tun, bitte? Naja, egal. Die anderen Kinder jagen hier Hühner durch die Gegend. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Hurra! Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odin Speed und Stärke bringt. Heldenmut und Ehre gilt. Ein Krieger fällt Valkyria. Ein Krieger fällt Valkyria wacht. Nach Valhall wird der Held gewacht. Nach Valhall wird der Held gewacht. Das Horn für die große noch nicht. Was machen wir dann jetzt? Wenn ich dann nicht raus darf, was tue ich dann jetzt? Also abgesehen davon, dass ich jetzt erstmal, also es tut mir leid, ich muss jetzt erstmal die Ehrlichkeit höher stellen. Meine Güte. Wo ist es denn? Helligkeit. Bildkalibrierung, Auflösung. Gibt es denn hier sowas wie Gamma-Werte gar nicht? Ich meine, ich habe das gar nicht gesehen oder so. Aber wartet mal, Leute. Wartet mal. Bildkalibrierung. Da, Helligkeit. Ah, und Kontrast runter. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer hat das denn so komisch eingestellt? Meine Güte, so. Eieiei. Okay, es sieht strange aus, aber es sieht zumindest ein bisschen heller aus. Ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen. Können wir da hoch? Nö, da geht's nicht hoch. Okay. Na Leute, was mit euch? Ihr dürft da nicht mit raus und kämpfen. Das ist traurig. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Und irgendwas zieht uns doch nach draußen. Hunter! Eivor! Los! Reite! Los!
das Blut vergießen. Oh, das werde ich. Fahr nach Valhall. Feuer! Sigurd, nimm das Pferd. Na gut, warte hier. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! Und was lernen wir daraus wieder? Das Wort eines Kriegstreibers ist nichts wert. Zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Lass den Animus entscheiden. Der Animus greift auf den jeweils stärkeren weiblichen oder männlichen Datenstrom zu. Du kannst diese Einstellung später ändern. Den männlichen Ivor oder die weibliche Ivor. Also, ganz ehrlich, ich finde, dieses Kind, was wir gespielt haben, sah von der Augenpartie her und eigentlich auch von der Stimme eher weiblich aus. Ich lasse trotzdem den Animus mal entscheiden. Ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Wenn ich mich selbst entschieden hätte, hätte ich jetzt tatsächlich den männlichen gespielt. So, mal gucken, was okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Jetzt bin ich gespannt. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage
als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps! Lass sie leiden! Eivor Wolfsmal ist nicht mehr! Dieser Name ist für die Welt gestorben! Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Tja, Freunde. Ich glaube, uns wurde die weibliche Eivor ausgewählt. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Ja, dann gehen wir mal zu ihnen. Eine neue Quest durch Ehre gebunden. Da haben wir eine Schnellreise. Ich muss mal eben schauen. Denn das interessiert mich. Wir sind hier momentan noch... Oh Gott. Wie komme ich denn auf die Weltkarte? Normal rauszoomen geht noch nicht, nehme ich mal ganz stark an. Hier sind wir momentan auf so einer ganz kleinen Insel. Und da hinten ist unsere Besatzung. Ja gut. Okay, das ist Rutschen, Narabi. Ich muss das hier alles so ein bisschen ausprobieren. Ja. Zerbrechen. Okay, hier ist es mit Zerbrechen. Und dann kann ich hier Sachen aufsammeln. Okay. Ich verstehe. Hier plündern. Ach ja, lang ist es her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe. Stimmt überhaupt nicht. Origins habe ich nämlich erst dieses Jahr gespielt. Komplett durch. Deswegen, es ist gar nicht mal so lang her. Aber dennoch, ich freue mich auf Valhalla. Ich habe das jetzt extra so lang vor mich, so lang vor mir hergeschoben, bis ich mit Amalur fertig war. Und jetzt hoffe ich, dass die Aufnahme hier auch halbwegs ordentlich aussieht. Ja, wir könnten hier das machen. Breite deine Flügel aus. Ach so, Odins Sicht. Ah, ja, okay. Okay, das hier können wir nicht kaputt machen, um es dann zu plündern. Trotzdem, hier haben wir den Raben. Und da können wir dann hier ein Rabe und da noch ein Rabe. Wir müssen jetzt jedenfalls da hoch und da ist Leder oder sowas. Okay, ich verstehe. Was haben wir hier? Moltebeeren. Besser. Gesundheit. Okay, lecker. Mehr Gesundheitspunkte schaden jedenfalls nie. Ach, hier muss ich wieder zerbrechen, um es dann einzusammeln. Das ist noch ein bisschen random für mich, was ich zerbrechen kann, was ich nicht zerbrechen kann. Na, zerbrich es. Okay. Gut. Ich glaube, wir sollten uns langsam auf den Weg machen, aufhören, irgendwelche komischen Sachen einzusammeln. Bogen haben wir auch. Okay. 5 Pfeile haben wir. Haben wir noch mehr Beeren? Ich fühle mich besser. Stärker. So, wenn du bei voller Gesundheit bist, jetzt ist es schon weg. So viel dazu. Wenn man bei voller Gesundheit ist, wird man wahrscheinlich die Beeren, die man sammelt, unten links in das Ding reinlegen. Das habe ich nämlich gerade gesehen, dass das wahrscheinlich passiert. Hier haben wir noch mehr Beeren. Ja, genau. Und dann kann man sich irgendwann damit heilen. Das hebe ich für später auf. Genau, wenn du angeschlagen bist. Ach, Proviant ist voll. Okay. Gut. Wenn der Proviant voll ist, dann lebe ich damit. Und kletter hier schön nach oben.
Was ich nicht ganz verstehe, ich habe sogar Faustring angemacht, ne? Ich habe es gesehen, ich spiele nicht gerade auf den allerhöchsten Einstellungen, die man so finden kann, weil der Codierer auch noch irgendwie hinterherkommen muss, weil mein PC ist ja inzwischen nicht mehr der Beste, der ist schon gut. Ich kann viele Sachen spielen, aber ja, zum Aufnehmen auf höchster Qualität, das ist dann die andere Geschichte. Deswegen habe ich das extra alles ein bisschen runtergeschraubt. Wenn ihr es auf Konsole oder sowas spielt oder mit eurem eigenen PC, wird es wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen als bei mir jetzt. Und vor allem auch, wenn es erstmal auf YouTube läuft, dann wird das ja nochmal runterkodiert. Was ich aber tatsächlich nicht verstehe, das sind diese Bildeinbußen, was man hier hat, dass diese Streifen nach oben fliegen. Das finde ich teilweise echt seltsam. Naja, gut. Wir sind oben und wir können erstmal synchronisieren und eine Schnellreise freischalten. In guter alter Assassin's Creed-Manier. Zumindest in den letzten drei Spielen. Also Origins, Odyssey und Valhalla jetzt. Synchronisierung abgeschlossen. Wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. So, guck mal. Interessant. Jetzt hat man hier auf den Synchronisierungspunkten die Hinweise, wo man hin sollte. Jetzt hat man hier hinten und da. Da kann ich hier und da kann ich dann eine Markierung setzen. Okay. Gut, machen wir so. Wir müssen ja jetzt irgendwie wieder runter. Achso, wir können da reinhüpfen. Nein, geh nochmal nach oben. Geh nochmal nach oben. Wir machen einen Todessprung. Flupp. Das ist nicht der klassische Todessprung. Oh ja, kalt. Daran habe ich nicht gedacht, dass wir hier vielleicht im Schneegebiet sind. Dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee wäre. Aber na gut. Wen kümmert das schon? Pferdchen haben wir noch nicht, ne? Ne, ich kann pfeifen. Aber zum Pferdchen kommen wir noch nicht. Alles klar. Freunde, dies wird übrigens wahrscheinlich noch ein längeres Let's Play als Kingdoms of Amalur. Einfach, weil ich alles mitnehmen werde. Ich habe auch Age of Mythology, wollte ich gerade sagen. Was geht denn mit mir? Ich habe auch Assassin's Creed Odyssey auf 100% durchgespielt. Ich habe jedes verdammte Fragezeichen mitgenommen. Und hier habe ich nicht vor, das anders zu machen. Soll vom insgesamten Spiel auch ein bisschen kürzer sein als Odyssey. Von der Hauptstory allerdings ein bisschen länger. Also ich bin mal gespannt. Origins war ja da verhältnismäßig dann doch schon schnell zu Ende, wenn ich das so noch grob im Kopf habe. Da war ich nach, ja, gut anderthalb Monaten durch. So, was haben wir hier so Schönes? Ich darf ja nicht erwischt werden. Gibt's überhaupt wen? Sieh mal, ne? Ich wüsste nicht, dass es hier jemanden gibt. Also, ich sehe keinen. Nö, also ich sehe keinen. Schön, dass du nicht erwischt werden darfst, aber wenn eh keiner da ist. Hataströnt. Ah ja, der Hataströnt. Sehr schön. Oh, nicht ins Wasser. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ungeil bei dieser Kälte. Ich fasse es übrigens nicht, dass Ivor schon wieder trocken ist. Und was hat das eigentlich zu bedeuten, dass ich jetzt als Frau spielen muss, wenn ich den Animus entscheide, dass ich als Frau spiele? Ströme ich so eine weibliche Ader aus? Nein, mir ist es wirklich wurscht. Mir ist es wirklich wurscht, das wollte ich sagen. Ja, nee. Wir müssen hier tatsächlich jetzt nochmal rum. Weil man hier nicht von alleine hochklettern kann. Glaube ich zumindest. Verdammt. Dann hier hoch. Hier könnte man hochkommen. Mit Odins Sicht kannst du Schätze in der Nähe hervorheben. Barren, Bücher des Wissens oder Ausrüstung. Okay. Zielen. Durchtrennbare Ketten. Ach, da oben. Bei Löleiter. Oh, da muss man aber, um auf sowas aufmerksam zu werden, da muss man aber echt gut aufpassen, glaube ich. Okay, Truhe plündern. Wir haben einen Kohlebarren gefunden. Und haben unser ersten Reichtum hier im Anfangsgebiet. Und jetzt würde ich sagen, oh, Gott sei Dank. Ivo, schnell auftauchen, bitte. Ja, ja, ich weiß, dir ist kalt. Alles gut. So, wenn wir jetzt den Raben holen. Ah, guck mal, das wird uns trotzdem noch angezeigt. Das ist ganz schön weit weg da hinten. Ist das ein Rätsel oder ein Artefakt? Keine Ahnung. Und hier mein Schiffi. Da hinten haben wir. Was ist das?
wahrscheinlich auch wieder ein Reichtum. Ich würde sagen, wir gehen das mal dahin. Wir nehmen das als Markierung. Und rennen dann da erstmal hin. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, hier ist doch keiner. Schön, dass du vorsichtig sein musst, aber es ist halt trotzdem keiner da. Übrigens, wie immer, spielen die auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Bist du ein Schneefuchs, der uns nichts tut, wie der eine, oder bist du ein Wolf, der uns gleich angreift? Du bist anscheinend ein Schneefuchs. Okay, damit kann ich leben. Und der Wolf, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, genau, da sieht man es, der Wolf, der uns angeknabbert hat, hat mir rechts am Hals eine wundervolle Wunde davon getragen. Und ich frage mich, ob Ivo nicht vielleicht ein bisschen kalt sein könnte. Möglicherweise. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Lalalalala. 200 Meter noch bis dahin. Wir holen uns noch den einen Reichtum, würde ich sagen. Und dann werden wir mal diesen Typen aufspüren, der unsere Familie gekillt hat. Und wie gesagt, wie kommt man überhaupt darauf? Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Okay. Ja, da bin ich gleich auch selber drauf gekommen. Dark, du alter Hund. Du lebst. Ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Vielen Dank, Kollege. Ein Schild für uns. Schlacht um die Nordwege. Ravenclan-Schild. Ausrüstung anlegen. Okay, ja, Inventar öffnen. Es gibt 3 Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Haupthand, ja, Großteil des Schadens. Nebenhand, irgendwas Unterstützendes. 2-Handwaffen brauchen beide Dinger. Logisch, Fernkampfangriffe für Waffen. Ergibt schon Sinn. So, wir können hier, ja, wir haben hier die Plünderer-Axt. Und hier packen wir das Schild rein. So, Klamotzkis haben wir nicht. Ne, haben wir nicht. Bogen, Helm. Ja, und hier können wir auch wieder upgraden. Mit Eisen wahrscheinlich und Leder, nehme ich an. Okay, das heißt, wir müssen... Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht gern tun würde. Ja, guck mal, hier können wir unser Schild ausrüsten. Auch wenn ich es nicht gern tun werde. Kjötvis Krieger krauchen durch Irr. Oh. Gelegenheit offenbaren. Ein pulsierendes Leuchten auf dem Kompass. Okay. Also hier gibt es anscheinend ein Rätsel. Interessant. Ich bin noch ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Wie das hier in dem Spiel geht. Hier haben wir irgendwas. Kjötvis Krieger krauchen durch Irrwaldsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Ja, das ist ja nicht das Haupttor. Ist ja nicht das Haupttor hier, alles gut. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Ja, ganz schön viele Gegner. Ich kann nicht meucheln, ne? Ich glaube, ich habe noch nichts zu meucheln. Na du? Pop, pop. Ciao. Nein. Boah, die weicht aber weit aus. Die weicht sehr weit aus. Ach, da ist ja noch einer. Was hat der denn hier? Oh, der schmeißt sein Schild weg. Auch nicht schlecht. Er braucht schon Schilder, hm? Versuch's von der Seite. Jetzt bezahlst du. Hör auf, dein Schild wegzuschmeißen. Lass den Mist. Wie lange noch, Blut?
Blutsack! Hilfe, ein Blutsack. Du bist gleich ein Blutsack. Also Sack bist du sowieso schon, aber gleich bist du nur noch ein blutiger Sack. Schlupp. Ciao. Ich glaube, fürs Erste haben wir das, ne? Ja, ich glaube, der Anfang ist gemacht. Da drin haben wir, glaube ich, den Schatz. Können wir da rein? Tür verriegelt. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, können von innen geöffnet werden. Finde einen Weg hinein, um das Schloss aufzubrechen. Gut, also das ist dann nur der Rausweg. Das ist in Ordnung. Das hier ist wahrscheinlich dann auch der Rausweg. Kommen wir von hier oben irgendwie in dieses Ding rein? Wäre umso einfacher. Vielleicht von hier drüben. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Im Dach? Im Dach gibt es eine Öffnung? Also schön, dass du uns jetzt das jetzt verrätst, aber ich war doch gerade auf dem Dach. Proviant ist voll. Im Dach gibt es eine Öffnung? Wo ist denn hier eine Öffnung? Ich bin kein Experte, aber ich sehe keine Öffnung. Also wirklich nicht. Ich kann auch blöd sein. Aber, ne. I don't see Öffnung. Da ist auch nichts Öffnung. Hä? Aber jetzt bin ich ja komplett behindert. Seht ihr eine Öffnung? Ich meine, ich habe hier diese Tür noch nicht ausprobiert, aber die wird 102 Jahre auch verriegelt sein. Hier haben wir nichts. Kann ich hier irgendwas kaputt hauen? Kann ich das kaputt hauen? Also, ganz ehrlich, ich stehe auf dem Schlauch. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ja, wir haben immer noch das. Ich frage mich trotzdem, wie kommen wir an dieses Ding dran? Ich fühle mich so dumm. Ja, wir müssen hier irgendwie rein, das ist klar. Wieder sein Rätsel. Aber wie kommen wir denn da ran? Ich verstehe es nicht. Die Öffnung. Oder? Meint die Öffnung? Nee, meint sie nicht, oder? Meinst du die? Nee, ich glaube, die meint sie nicht. Nee, die geht auch nicht bis drin. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Ich habe das Gefühl, es war nicht dieses Haus, was sie damit gemeint hat. Scheiße. Sorry, Leute. 1000 Jahre lang brauche ich hier um diesen. Wie mache ich das jetzt? Ach so, das ist so Ding, was ich aufschießen muss. Na gut. Komm, die Seite mal hier noch rauf. Einfach, dass das wieder rauskommen. Mann, bin ich doof. Ey, ehrlich. So, hier gibt's nix. Leute, sind noch wen? Da drin gibt es ganz viele Geheimnissachen, aber ansonsten, ach, da haben wir noch jemanden. Schleiche ich hier nicht die ganze Zeit? Nee, tue ich nicht. Okay. Ja, ich glaube, hier ist das gemeint. Mit dem Dach sollte es eine Öffnung geben. Das ergibt jetzt auch Sinn. Mann, ey. Also ehrlich. Wenn du so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Ass. Na. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen.
Du hast gerade dein Leben verwirkt. Hier sind ganz viele Ratten. Odem soll dich holen. Ich schick dich direkt zu Hel. Ja. Probier's doch gar nicht erst, hm? Nie nieder, Wolfsmann. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Ich hab keine Pfeile mehr. Stirb, du Niederer. Das ist ungeil. Ja, ich weiß, wie man ausweicht. Danke. Hab schon mal von Ausweichen gehört. Ja, Ausdauer. Ich weiß auch, was Ausdauer ist. Ich habe das vorhin gelesen. Ach ja, stimmt. Ich habe ja nichts mehr. Na, Alter. Ach, hast du jetzt deine fette Axt weggelegt? Wird's jetzt Zeit für zwei kleine Hämmer? Hm? Sind wir zu doof mit den Äxten? Alter. Warum soll ich das parieren? Der Typ ist 1000 Meter weit weg. Also ich meine, es ist praktisch. Mit dem Parieren, aber... Der Typ ist gar nicht in der Nähe. Jetzt ist er in der Nähe. Also ich verstehe, dass dieses Spiel einem die Sachen beibringen soll, ne? Aber sind wir mal ehrlich, wenn man die ganze Zeit Sachen gesagt bekommt, die komplett irrelevant sind, ist das auch nicht so wirklich hilfreich. Ne, Kollege? Ich bin froh, dass wir gleich mit Tutorial durch sind. Hoffentlich. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Die Axt ist es. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Na, Wolfi? Und noch wer? Unser Kollege ist doch noch hier. Warum muss ich den Typen jetzt hinterher? Ich will nicht zu den Typen. Kein Bock auf die. Was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Sorry, Tagtraum. So. Flupp. Oh. Flupp. Ich habe gekämpft, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Oh, hier sind Pfeile. Hab ich überhaupt. Die gerade eben im Kampf schon da. So, ja, wir können jedenfalls jetzt erstmal Sachen anlegen. Wir haben hier Rabenclan-Mantel. Je geringer deine Gesundheit, desto mehr Rüstung, desto mehr erhöht sich der Wert für Rüstung. Zusätzlich Verbesserung für kritische Chancen. Rabenclan-Rüstung. Dazu Varins Axt. Höherer Angriff, höhere Betäubung. Höheres Gewicht, also ein bisschen langsamer. Bisschen. Ja, Tempo ist auch langsam. Was ist dann Gewicht? Wenn Tempo nochmal extra drin steht? Kritisch ist dasselbe. Okay. Jo, dann nehmen wir die Axt von Papa. Hier, Armschienen. Haben kleine Hose. Sehr schön. Jetzt haben wir zumindest schon mal was an. Gut. Na, Kollege, was mit dir? Hallo. Wie nennt ihr mich? Mieser Troll? Nein, ich glaube eher, dass er die anderen gemeint hatte. Ich schätze eher, dass ihr die miesen Trolle seid. Was ist mit dem Typen hier? So.
Verfolgungsschlag. Okay. Hey, ich dachte, ich bin schneller. Na gut, dann halt nicht. Was mit ihm? Also ich weiß nicht, wie das später noch wird, aber momentan muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die Kämpfe ein bisschen einfach. Aber es ist auch noch Tutorial, ne? Muss man sagen. Hm? Was ist da unten? Außer der Typ. Ach, der ist verwundet. Ist er jetzt tot? Ne, ihm geht's gut. Ne, er ist tatsächlich tot, aber... Kriegen wir wieder hin. Ich heb ihm da einfach aus dem Stein raus, dann ist das in Ordnung. Meiner? Alter, was ist denn? Ach so, da ist einer drin. Ach so. Ja, sag mir das doch. Dass da jemand drin ist. Hi. Wir arbeiten zusammen. Lächerlich. Lächerlich? Genau. Ist da noch wer? Na komm her, Alter. Hm? Und weg. Nein, noch nicht weg. Ich halt mal schnell aus dem Weg. Was mit euch? Ach, seid ihr bösartig? Also ja, sie sind bösartig, aber ich würde es viel einfacher finden, wenn meine Leute da nicht die ganze Zeit reinrennen würden. Tue ich. Hey. So, mein Gegner. Kann ich zielen. So. Ich habe Zielhilfe übrigens komplett ausgemacht. Die hätte man anlassen können, aber ich finde, Maus und Tastatur braucht man keine Zielhilfe. Was ist jetzt mit dem? Wer ist denn hier böse und wer ist denn hier? Das ist meiner. Der ist böse, aber das kriegen die wohl auch alleine hin. Joa. Hier ein bisschen Bärchen mitnehmen. Ach, unsere Leute sind schon hier unten. Ja, das ist ja angenehm. Na? Wer hat es denn schon hier runter geschafft? Das ist unser Schiff? Gut, dann nehmen wir das mal, ne? Führung übernehmen. Was macht sie jetzt? Ach, nach ganz vorne. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Das wurde ja auch verendlich gefahren. Nicht quengeln, sondern rudern. Dann rudern wir mal. Ruder. Ich finde das nicht einfach. Ach, weil ich auch dumm bin. Wir sitzen hinten. Das muss mir doch mal einer sagen. Dass wir ganz hinten sitzen. Wo müssen wir jetzt hin? Was haben wir denn hier? Was ist das? Ach so, das ist die Stadt. Ich verstehe. Hier haben wir... Nee, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt von der Sache mit den Fragezeichen, naja, beziehungsweise mit den Reichtümern und so weiter. Das ist noch nicht ganz ersichtlich für mich und vor allem ist nicht ganz so ersichtlich für mich. Da nach hinten müssen wir? Okay. Dann segeln wir mal... Dann segeln wir mal durch die Meeresenge durch. Oder Flussenge, oder ich weiß nicht. Um da einmal hinzukommen. Aber das werden wir auf keinen Fall in der heutigen Folge machen. Das ist ein Bärchen. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Na, muss ich auch sagen. Hatte mehr zu bieten. Mehr Segel. Sieh nur, jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Cute wie's Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halbtot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Das, meinst du das hier? Plündern? Oh. Okay.
geht's! Okay. Und jetzt müssen wir wieder zusammen mit allen und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich bin ehrlich. Hallo. Hey, nicht ausweichen. Auf dem Arsch. So. Hier sind. Hey. So. Der kann weg. Den braucht auch keiner. Den braucht keiner. Sind wir? Zurück zum Schiff. Das war's? Ich verstehe, was er meinte mit, selbst wenn ihr halb tot seid. Wow. So, gib mir das. Pfeile kann ich immer gut gebrauchen. So, die Truhe nehmen wir mit. Noch ein Weißer. Ach, das hier ist alles dasselbe Gebiet. Leute, habt ihr mich gerade angezündet? Was siehst du? Ja, das ist eine gute Frage. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch Reichtum in so einem Fort drin. Aber das kümmert mich nicht mehr in der heutigen Folge. Das war's in der ersten Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ich weiß gar nicht, habe ich das Spiel eigentlich angesagt? Keine Ahnung. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten wieder. Ich hoffe, mein PC nimmt das hier ordentlich auf. Und ja, dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ciao.